Liebe SVE-Fans, herzlich willkommen, sagen wir euch, zur ersten Ausgabe TVF-Nachschuss im neuen Jahr 2021. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid, freuen uns natürlich auch, wenn ihr im Laufe des Jahres immer fleißig einschaltet zu TVF. Ja, 9. Januar 2021, 13. Spieltag der Regionalliga Südwest. Irgendwie ein ganz ungewohntes Bild. Wir berichten nicht von einem Testspiel, sondern die Regionalliga hat schon wieder begonnen. Wie ich schon sagte, ganz ungewohnt. Grüner Rasen an der Kaiserlinde, 9. Januar und die Regionalliga startet. Der Rasen war bereitet und dann im Umfeld einer weißen Ursa-Farm-Arena. Der Schnee liegt nämlich noch rundherum. Zu Gast war der FSV Mainz an der Kaiserlinde. Daher der Rasen entsprechend gut vorbereitet. Zwei Last-Minute-Tore bedeuten dann nach 90 Minuten Spielzeit am Ende ein 1:1 der beiden Mannschaften. Und die ersten Gäste vor unserer TV11-Kamera im neuen Jahr sind Thomas Gößweiner und Torben Rehfeld, die sich mit Till Hust genauso wie mit Trainer Horst Steffen unterhalten haben. Wir wünschen euch viel Unterhaltung bei dieser neuen Folge TV11-Nachschuss. Horst, an dieser Stelle auch dir nochmal ein frohes, neues und vor allem erfolgreiches Jahr 2021. Ja, das erste Punktspiel daheim in der Ursa-Farm Arena in diesem Jahr hat es direkt in sich gehabt. Am Ende 1:1 gegen die zweite Mannschaft der Mainzer. Wie hast du das Spiel emotional erlebt heute? Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Wir haben direkt gut angefangen, Elfmeter verschossen. Das ist eine Enttäuschung. Die Mannschaft hat sich davon nicht unterkriegen lassen, hat weiter gespielt und das Spiel, sagen wir mal, bis zur 80. auch ganz gut im Griff gehabt und kontrolliert und reihenweise Chancen gehabt. Meiner Ansicht nach darf es auch zwei Elfmeter zusätzlich noch geben. Ja, insofern ein Auf und Ab von eigentlich gute Spielanlage, eigentlich gute Chancen. Dann eben Torsituation, wo du sagst, jetzt ist der Ball drin, jetzt ist der Ball drin, jetzt ist der Ball drin, ist nicht drin. Das ist schon anstrengend und dann die eine Torschance überstanden vom Gegner, die sie hatten dann kurz vor Schluss und dann das zweite Ding beim Frank wieder durch die Beine, wo du sagst, das kann auch nicht wahr sein. Ja, das ist unglaublich und ja, dann mit der letzten Aktion eben das Tor noch zu machen, zum Ausgleich zumindest zu einem Punkt, der immer wertvoll sein kann, ist eine merkwürdige Gefühlslage jetzt. Ich freue mich natürlich über den einen Punkt, aber es ist im Grunde, dass du sagen musst, du musst mit 3-4 Toren Unterschied gewinnen und dann gehen wir zufrieden nach Hause und das entspricht dem, was wir gezeigt haben, aber wir müssen einfach den Ball über die Linie drücken. Wenn man vorne das Tor nicht macht, fällt oft hinten das Gegentor. Das hat sich heute leider nochmal bewahrheitet. Am Ende trotzdem dieses Erfolgserlebnis. Wie emotional habt ihr das an der Außenlinie erlebt in der 93. Minute? Ja, ich habe mich einfach tierisch gefreut, ist ja klar. Ja, aber natürlich steckt da auch eine Menge Frust schon über diese 90 Minuten drin, dass wir da 0-1 Rückstand geraten. Das ist einfach an sich eine Schande, dass wir das Spiel da fast verloren hätten. Aber gut, es ist so und dementsprechend war eher eine Erleichterung da als eine tierische Freude. Ich werde mich bestimmt heute Abend mehr noch freuen über diesen Punkt, aber ja, es ist im Grunde auch eine Enttäuschung da, dass wir das Spiel eben nicht mit 3 Punkten nach Hause fahren. Du hast eben gesagt, es folgen noch ganz, ganz viele Spiele, ganz ruhig bleiben. Was sollen denn jetzt für Spiele in den nächsten Wochen folgen? Wir können ähnlich spielen, bis auf den Torabschluss, muss ich sagen. Ja, wir haben wieder eine Dominanz gehabt, wir haben Torchancen noch mehr erarbeitet als vielleicht auch in den vergangenen Spielen, weil wir noch mehr Richtung 16er aktiv waren und da rein wollten und das ist ein weiterer Schritt und jetzt müssen wir den Ball über die Linie drücken. Deshalb, ich bin gespannt, wie wir es weitermachen, aber von der Intensität, von der Art, wie wir gespielt haben, bitte so weitermachen und dann eben erfolgreicher. Danke, Horst. Gerne. Ja, Gösti, mit deinem Last-Minute-Treffer hast du heute deiner Mannschaft das 1:1 beschert, den Punktgewinn beschert. Wie emotional war gerade dieser Schlussmoment für dich, aber auch für die Mannschaft? Ja, also ich denke, das war für alle, also für die ganze Mannschaft sehr, sehr wichtig. Eigentlich ist es immer noch zu wenig, also wir haben uns fest vorgenommen, 3 Punkte hier mitzunehmen. Haben es leider nicht geschafft, früher ein Tor zu machen, dann kriegen wir eins. Wenn du es vorne nicht machst, dann wird es irgendwann bestraft und dann kriegst du eins und dann... Ja, also für mich persönlich, es auch nicht so einfach gehabt in letzter Zeit, also für mich persönlich auch sehr wichtig für mein Selbstvertrauen und ja, ich hoffe, ich darf die nächsten Spiele mehr Spielzeit sammeln und wieder treffen. Wie habt ihr jetzt beim Auslaufen das Spiel analysiert als Mannschaft? Ja, dass wir einfach die Chancen vorne nicht gemacht haben, also wir haben genügend Chancen gehabt, hätten vielleicht noch den einen oder anderen Elfmeter mehr bekommen können, aber unterm Strich liegt es an uns selber, also wir haben uns das selber halt verschnitzelt, würde ich mal sagen. Wir hätten,
locker 3 Punkte. Locker auch nicht, aber wir hätten die 3 Punkte eintüten können, haben wir leider nicht gemacht. Und ja, jetzt müssen wir von Spiel zu Spiel schauen und ja, punkten die nächsten Wochen. Vielen Dank. Gerne. Torben, ja, das 1:1 gegen Mainz im ersten Punktspiel im neuen Jahr, war das heute direkt wieder ein Spiel für die Nerven? Ja, total. Also so wie das Spiel gelaufen ist, definitiv ein Punkt zu wenig. Ich glaube, wir ärgern uns alle drüber nach dem Spielverlauf. Ja, nachher mit der letzten Chance noch das Tor zu machen, können wir zumindest noch einen Punkt mitnehmen. Und ja, wir ärgern uns einfach, glaube ich, gerade. Wir haben es eben schon mal angesprochen, wenn man vorne die Treffer leider nicht macht, fällt oft hinten der Gegentreffer. Was ist da konkret schiefgelaufen? Ja, es war wieder ein zweiter Ball nach einer Standardsituation. Wir hatten es jetzt die letzten Wochen schon thematisiert. Müssen wir uns genau anschauen und einfach unsere Lehren daraus ziehen. Wie hat es sich heute auf dem Platz angefühlt? Die Rasenheizung war ja ein paar Tage gelaufen. Von außen super Rasenbedingungen. Wie war es dann im Spiel gegen Mainz? Ja, ich glaube, man hat es von Anfang an gesehen. Wir waren einfach sehr dominant, konnten uns viele Torchancen herausspielen. Also am Platz hat es definitiv nicht gelegen. Ja, ich glaube, wir müssen es einfach nachher besser zu Ende spielen. Und wir haben eine gute Spielanlage, das wissen wir. Wir zeigen es auch immer wieder, aber wir müssen halt die Tore machen. Jetzt geht es mit 2 Heimspielen sozusagen ins neue Jahr. Nächste Woche kommt Groß Asbach hierher. Wie geht es da weiter für euch? Ja, wir müssen siegen, ohne Frage. Wir müssen genau so spielen wie heute eigentlich. Wir müssen die Tore machen, wir müssen weiter arbeiten, wir müssen uns weiter die Torchancen rausspielen und dann einfach nur die Tore machen. Vielen Dank. Gerne.